Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche, allerdings eine Hoodie Edition. Los geht's. So Leute, ich habe meine 10, aktuell 10 Favorite Hoodies rausgesucht, die ich im Prinzip kaufen würde, habe, besitze oder ich sag mal, die ziemlich nice aussehen. Und dementsprechend habe ich einfach mal 10 Stück rausgesucht. Ist alles preistechnisch dabei, also generell ist das schon ein sehr, sehr moderner Schnitt, den ich beachtet habe. Also ich habe jetzt generell Hoodies genommen, die ein bisschen oversized, ein bisschen chilliger, wirklich jetzt nicht zu formell sind. Also wirklich lockere Hoodies, sowas ähnliches, wie ich gerade anhabe. Und dementsprechend, denke ich, gehen wir einfach mal rein und ich zeige euch meine 10 Hoodies. So Leute, hier haben wir jetzt die erste Variante und die erste Variante habe ich bei H&M gesehen. Die habe ich mir auch bestellt. Das war diese, ich sag mal, ja, ich weiß gar nicht, es war eine bestimmte Kollektion, die rausgeballert haben, zusammen mit passenden T-Shirts und passenden Joggerhosen. Und ich fand die Hoodies sehr, sehr nice. Ich gebe euch da die Tage auch noch ein Feedback. Ich habe den Hoodie bestellt in braun. Gerade ein brauner Hoodie fehlt noch in meinem Kleiderschrank. Ihr werdet generell jetzt in diesem Video nur 4 Farben finden. Schwarz, grau, braun und blau. Alles andere ist natürlich Geschmackssache, aber finde ich, beziehungsweise beige ist auch noch dabei und dementsprechend finde ich jetzt eher so, das sind so die meine Lieblings-Hoodie-Farben und die habe ich halt rausgesucht. So, wie gesagt, diesen Hoodie habe ich bestellt in braun. Ich bin gespannt, wie der ganze Hoodie dann in echt aussieht. Wie gesagt, ist immer die Frage, aber hat sehr schöne Drop-Shoulders, sieht sehr gut aus, sieht auch nicht zu dünn aus. Wichtig ist natürlich immer die Kapuze. Wie fühlt sich die Kapuze an? Das ist generell so mit das Merkmal neben der Passform, was finde ich am wichtigsten ist, dass die Kapuze nicht zu labbrig wirkt und dementsprechend, der sieht auf den Bildern bzw. auf den Produktfotos, sehen die Sachen immer sehr cool aus. Ist dann natürlich die Frage, wie der in echt rüberkommt, aber ja, mir gefällt der eigentlich ganz nice. Und die Tage weiß ich auf jeden Fall mehr. Da kommt auf jeden Fall ein latest Pickups-Video hinterher, wo ich die ganzen Sachen vorstelle, Fittings zeige etc. Und das ist einer von den Hoodies. So, machen wir weiter mit dem nächsten Hoodie. Und auch den nächsten Hoodie habe ich bei H&M gesehen. Und der ist jetzt nicht ganz so, ich sag mal, das ist eher so ein Standard-Hoodie. Hat auch nicht diese typischen Drop-Shoulders. Wenn ihr hier jetzt einfach mal auf diese Kante hier achtet, wie unterschiedlich die ist. Die eine ist hier weiter unten und die andere ist relativ genau auf der Schulter. Also genau, wie er eigentlich sitzen soll. Trotzdem finde ich es ein sehr, sehr genialer Hoodie. Und gerade der Preis macht hier die Musik. Also 20 Euro, sieht sehr cool aus. Kapuze, sie wirkt auch nicht allzu dünn und dementsprechend habe ich ihn einfach mit reingenommen. Wie gesagt, Preis-Leistung einfach super und man hat da die Qual der Wahl. Also es gibt in verschiedensten Farben, von beige bis pink bis blau bis, hat man nicht gesehen. Also wie gesagt, Preis-Leistung top, ist die Frage, wie sich das Ganze in echt aussieht. Aber ich finde, der sieht cool aus auf den Fotos. Ich würde da generell, wenn ihr für sowas euch entscheiden würdet, immer eine Größe größer wählen, sodass es ein bisschen lockerer geschnitten ist. Aber auch hier wirklich sehr, sehr nice. Nächster Hoodie, den ich gesehen habe, ist bei Weekday. Und zwar ist das auch ein Oversized Hoodie. Den gibt es in 2 Colorways, einmal in schwarz und einmal in hellbraun. Aber wie ihr seht, er ist gecroppt. Das heißt, ihr habt einen kürzeren, der ist ein bisschen kürzer unten. Hat auch Drop Shoulders, also im Prinzip die Ärmel sind ein bisschen schlabbermäßig. Und ist dafür aber ein bisschen kürzer in der Länge. Beachtet bei sowas einfach immer die Passform, was das Model trägt, wie groß ihr seid, sodass ihr das ein bisschen vergleichen könnt. Zur Not nimmt immer eine Größe mehr, dann habt ihr ein bisschen, klar, ein bisschen mehr Stecken, also stockende, ein bisschen mehr fallende Ärmel, aber dafür wirkt der Hoodie dann vielleicht zur Not nicht ganz so kurz. Aber ich fand ihn sehr cool, sowohl in schwarz als auch in braun und dementsprechend für 40 Euro auch voll vertretbar. Ist einfach mit ein bisschen was anderes. Das sollte auch nicht alles das gleiche sein und dementsprechend habe ich auch den mit reingenommen. Kommen wir zum nächsten Hoodie. In den nächsten Hoodie habe ich selber, beziehungsweise in einer Variante, aber ich kann euch sagen, die sind von der Materialien und Passform selten so einen guten Hoodie gesehen, und zwar der von Ami Paris. Und die gibt es jetzt in Neuauflage hier, da habe ich das passende T-Shirt zu. Auch hier ist das ein mit Drop-Shouldern. Ich kann euch sagen, die sind sehr, sehr dick, sehr, sehr steif, aber qualitativ sehr cool. Allerdings spricht da auch der Preisbände. Also fast 300 Euro ist natürlich nicht günstig, aber ich finde ihn sehr cool und dementsprechend wollte ich ihn mit reinnehmen. Ist so im Moment eine meiner Lieblingsmarken und ja, Ami Paris hat sehr, sehr coole Sachen. Hat so ein bisschen was in die Casual, aber auch ein bisschen was in die streetige Richtung. Schon sehr, sehr nice und ich kann euch sagen, die Sachen von denen sind auf jeden Fall wirklich, wirklich hochwertig. Nicht nur auf jeden Fall, sondern sehr hochwertig. Und gibt es in verschiedenen Farben, hier in schwarz, in beige
und in Blau. Wobei er mir in Beige, wie gesagt, in dem Fall auf jeden Fall am besten gefallen hat. Und ich kann euch sagen, die Farbe in echt, ich habe das, wie gesagt, das T-Shirt genau in der Farbe, ist einfach mega. Also wirklich, die Farbe ist kein richtiges Beige, ist kein richtiges Braun, ist so ein Ding dazwischen und wirklich sehr, sehr geil. So, kommen wir zum nächsten Hoodie. Und der nächste Hoodie ist eigentlich so, ich sag mal, Moment, einer meiner Favorite Hoodies, habe ich leider noch nicht, werde ich mir aber demnächst noch anschaffen, und zwar der Live Fast Hoodie. In dem Fall, jetzt gibt es ihn in Schwarz und in Grau, ich kann sein, noch in einer anderen Farbe, aber ich fand ihn sehr, sehr cool. Ich bin sowieso generell sehr großer Fan von diesen graumelierten Hoodies. Ich habe ja so einen Essential Hoodie, den ich einfach wirklich sehr, sehr gerne immer rocke, und hier, wie gesagt, diese Live Fast Variante, sehr genial. 85 Euro ist natürlich ein mittleres Preisbudget, ist nicht ganz günstig, aber auch nicht ganz teuer, aber meiner Meinung nach wirklich eine sehr, sehr coole Marke, und dementsprechend, ihr habt auch sogar nochmal ein Video, wo ihr euch das anzeigen lassen könnt, wie das Ganze sitzt, und wie ihr seht, die Kapuze wirkt schon sehr, sehr dick, hat eine sehr, sehr geniale Passform und dementsprechend echt cool, könnt ihr auf jeden Fall abchecken. Alle Links findet ihr wie immer unten in der Infobox, und da könnt ihr die Sachen dann direkt anklicken und generell zur Not auch einfach kaufen. So, machen wir weiter mit dem nächsten Hoodie, und der nächste Hoodie ist auch ein graumelierter Hoodie, und zwar von Stussy. Da muss ich sagen, ich habe genau den gleichen Hoodie in Schwarz. Also einfach die schwarze mit weißem Aufstieg-Variante, hat hinten auch ein dickes Stussy-Logo drauf. Ich habe dann eine Größe L und er sitzt bombastisch. Ich muss dazu sagen, ich habe ihn nicht mehr alleine für mich, weil ich muss den meiner Frau immer wieder leihen, weil sie auch so ein riesen Fan von diesem Hoodie ist. Und jeder, der sowas sucht, kann euch jetzt sagen, Stussy, Preis, Leistung, wirklich cool. Achtet nochmal drauf, es gibt hier zum Beispiel auch nochmal einen Rabattcode, da könnt ihr nochmal Geld, ein bisschen Kohle sparen. Und ich kann euch sagen, der ist auf jeden Fall sehr, sehr nice und auf jeden Fall sehr Geld wert. Wie gesagt, hier habt ihr 85 Euro, hier habt ihr 120 Euro, ist natürlich auch noch ein Ticken teurer. Und ich würde sagen, die tun sich in beiden Fällen nicht schwer. Da hat man immer die Qual der Wahl, welche Marke mag man mehr. Ihr werdet später auch noch sehen, dass da was Teures dabei ist. Aber das ist dann wirklich, wo man sagt, ich kaufe nicht den Hoodie, weil ich einen Hoodie brauche, sondern weil es einfach Branding sein soll. Ich will eine coole Marke tragen. Und dementsprechend habe ich den auch mit reingenommen. Und wie gesagt, graumeliert ist sehr, sehr nice. So, kommen wir zum nächsten Hoodie. Und der nächste Hoodie habe ich bei Zalando gesehen und der ist von Pull & Bear. Sehr, sehr schlicht gehalten. Hat hier unten nochmal so ein Patch drauf, Pull & Bear, und hier oben halt eben ganz normale Kordel mit silbernen Ösen dran. Die würde ich persönlich im Moment aktuell immer rausmachen. Ich trage die Hoodies eigentlich immer gerne ohne. Aber wie ihr seht bei dem Model, der hat eine sehr, sehr coole Passform und wirkt auch wirklich, wirklich, also hochwertig. Ist natürlich die Frage, ob das jetzt nur produkttechnisch einfach gut fotografiert ist, aber ich sag mal, Preis, Leistung spricht natürlich Bände. Hier sind es nicht mal 18 Euro und das ist natürlich krass. Also wie gesagt, und auch den gibt es in verschiedenen Farben, aber wie ihr seht, die sehen alle von der Passform her gleich aus. Also der wird auf jeden Fall sehr nice sein. Und dementsprechend, klar, habt ihr hier unten ein kleines Branding drauf, aber wenn euch das zum Beispiel egal ist oder ihr macht euch das ab, habt ihr auf jeden Fall einen coolen Hoodie für mega kleines Geld. So, kommen wir weiter zu dem nächsten Hoodie, und der nächste Hoodie ist auch quasi der, den ich anhabe. Den gibt es aktuell leider nicht mehr zu kaufen, aber man hat natürlich die Qual der Wahl. Sowas findet ihr zum Beispiel immer auf eBay oder Kleiderkreisel oder ich sag mal verschiedenen Plattformen, wo ihr so Sachen Secondhand oder ich sag mal im Resell kaufen könnt. Und in dem Fall habe ich jetzt hier einfach mal StockX rausgesucht, ist bekannt. Wie gesagt, da müsst ihr mal gucken, welche Größe ihr braucht, etc. Könnt ihr über Sizing gehen und dann könnt ihr gucken, was das Ding kostet. Hier, der liegt jetzt zum Beispiel hier bei 165 Euro aktuell in meiner Größe. In M trage ich den gerade und wie ihr seht, der sitzt extrem oversized. Ich könnte sogar ein S tragen, den graumelierten habe ich sogar ein S und dementsprechend ist ein sehr, sehr nice Piece. Also Fear of God Essentials, falls sie, und die werden immer wieder aufstocken, falls ihr da, ich sag mal, sowas sucht, seid auf jeden Fall schnell, folgt den einfach auf zum Beispiel auf Instagram oder sonstiges und da könnt ihr sowas immer mitbekommen, wenn sowas online geht, und da müsst ihr verdammt schnell sein, weil die Sachen super schnell ausverkauft sind, aber wie gesagt, das sind echt coole Fits und eine coole Marke meiner Meinung nach. Ist halt Fear of God für den kleinen Mann quasi, also die Standardmarke, finde ich sehr nice. So, und dann kommen wir schon zum vorletzten Hoodie. Und der vorletzte Hoodie ist wirklich ein Designer-Hoodie. Und zwar ist der Fear of God mit Zenya zusammen. Hat auch, ich sag mal, ein bisschen anderen Fit. In dem Fall hat er auch, ich würde sagen, der ist auch ein bisschen schlecht, meiner Meinung nach, gestylt worden. Ich hätte den zum Beispiel in der Nummer größer genommen. Und die Kapuze wirkt auch relativ groß, aber das ist auf jeden Fall eine Kollektion, beziehungsweise eine Kollabo, die mega im Hype ist.
Er ist auf jeden Fall noch verfügbar und da wird wahrscheinlich der Preis das Problem sein. Der kostet 760 Euro, aber sobald ich denke, das Ganze in den Sale geht, werden die Sachen auch wieder ratzfatz ausverkauft sein. Und ja, hier würde ich einfach ein Sizing abgehen. Was haben die jetzt hier? Siehste, also das Model ist ca. 1,85, 1,80, 1,85 und trägt Size S. Also wenn ihr da eure normale Größe nehmt, dann ist der auf jeden Fall auch wieder oversized. Und ja, hier ist auf jeden Fall eine coole Kollabo. Der ist dunkelblau. Ich würde das Ganze natürlich nicht so stylen, aber die haben es jetzt hier gemacht im Shop, Endclosing Shop. Wie gesagt, eine sehr coole Kollabo und deswegen wollte ich das Ganze einfach nochmal mit reinnehmen. So, und dann kommen wir schon zum letzten Hoodie. Und der letzte Hoodie ist nochmal ein brauner Hoodie, den ich bei Uniqlo gesehen habe. Auch, ich sag mal, für 40 Euro voll vertretbar. Sehr nicer Preis. Und hier habt ihr natürlich dann auch nochmal verschiedene Colorways, die da hinterhergelegt sind. So ein Pink, so ein Schwarz und ein Senffarben, Gelb-Senffarben. Aber der braune ist auf jeden Fall sehr cool. Wie gesagt, ich würde wahrscheinlich hier jetzt wieder Richtung M tendieren. Wahrscheinlich sogar, vielleicht sogar L, aber ich glaube eher Richtung M tendieren. Und ja, auch eine sehr, sehr coole Variante. So Leute, das war's auf jeden Fall mit den Hoodies. Wie gesagt, das Ganze ist natürlich euch überlassen, ob euch sowas kauft, aber ich denke mal jetzt zur Herbstsaison hin ist das auf jeden Fall eins meiner Favorite Pieces, wo ihr eventuell nochmal was in eurem Kleiderschrank aufstocken könnt. Wie gesagt, es gibt Farben, die einfach immer up-to-date sind, ob es jetzt schwarz, grau ist, aber gerade auch braun aktuell, mega nice, beige, geht immer. Das sind so Farben, dunkelblau, khaki geht auch immer. Das sind immer so Dinge, die man immer haben kann und die immer jedes Jahr oder jeden Frühling oder abends im Sommer kann man das einfach, ich sag mal, immer da am Start haben und ein Hoodie macht eigentlich nichts verkehrt. Und ich denke, sind auf jeden Fall ein paar coole Pieces dabei und ich habe, wie gesagt, nochmal den einen oder anderen bestellt, dann lasse ich euch die Tage auch nochmal wissen, wie das Ganze sitzt und ja, das war's auf jeden Fall. Lasst mich in den Kommentaren gerne wissen, was ihr davon haltet und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace, Leute.